Willkommen zum neuen Bullshit Bingo. Heute ein etwas ernsteres, wirklich ernsteres Thema. Worum geht's? Es geht um das Thema, ja, Produkte über Bilder zu beurteilen und das auf einer Abbildungsmaßstab bzw. Vergrößerungsmaßstab von 200%, 300% und dergleichen. Für mich als Physiker treibt es mich in den Wahnsinn. Und ich will euch erklären, auch warum. Ist euch bewusst, was ein Vergrößerungsmaßstab ist? Ist euch bewusst, was es bedeutet, 100% Vergrößerung? Heißt im Klartext, dass das, was auf dem Sensor erscheint, ein Pixel, so vergrößert wird auf eurem Display, dass es dort ein Pixel abbildet. Also im Grunde 1:1. Das ist aber die höchstmögliche physikalische Abbildungsmaßstab, beziehungsweise Vergrößerungsmaßstab. Warum? Ja, wenn ich jetzt 200% nehmen würde, dann hieße das ja, ich zeige 2 Pixel auf dem Display, wo in Wirklichkeit physikalisch nur einer ist. Das ist nicht gerade, ne, der Realität entsprechend. Bedeutet also, ich brauche sogenannte Algorithmen, um das Ganze hochzurechnen. Da gibt es diverse Möglichkeiten, da gibt es mittlerweile auch KI-Systeme, die das machen. Aber es hat nichts mehr mit der Realität zu tun. So, und jetzt zurückzukommen, wenn jetzt irgendeiner ein Bildchen zeigt und sagt, okay, hier seht ihr das in 200-300%, ist das zwar eher lächerlich, aber nicht weiter tragisch. Wenn jemand, und das sind nicht nur Amateure, die das machen, sondern das sind Profis und das sind auch renommierte Unternehmen, das mal so auszudrücken, die dann dies entsprechend zeigen, dann geht das für mich schon wirklich ins Kriminelle rein, weil es ja etwas zeigt, was nicht die Realität widerspiegelt. Und je nachdem, was ich für einen Algorithmus nehme und je nachdem, wie der Algorithmus gerade so tickt, also wie der Programmierer das umgesetzt hat, so werden eben aus diesem einen Pixel 2 oder 3 gemacht. Aber wie werden sie gemacht? Und dann vergleiche ich im Prinzip Kamera A mit Kamera B oder Objektiv A mit der Schärfe mit Objektiv B, mit dessen Schärfe. Und behaupte dann danach, das ist besser als das. Dass das, ich sag mal, schon in der Bewerbung eigentlich schon eine entsprechende Abmahnung bedeuten würde, ist, glaube ich, vielen hoffentlich klar. Wenn das irgendjemand macht, ob er sich jetzt Amateur nennt, Profi nennt oder Vergleichsunternehmen, was entsprechende Tests und Vergleiche macht, die gibt es ja, ne, jede Menge, gerade jetzt auf YouTube und Social Media, dann ist das für mich schon wirklich entweder ja leichtsinnig idiotisch oder, wenn man unterstellen kann oder muss, dass es Absicht ist, also Verzerrung des Wettbewerbs, dann ist das schon, ja, ich weiß keinen anderen Ausdruck, kriminell. So, also wenn ihr in Zukunft solche Sachen seht, dann seid euch bewusst, dass das nicht der Realität entsprechen kann, rein physikalisch nicht. Das ist immer ein hochgerechnetes Verfahren und Ende. Ein richtiger Vergleich kann maximal auf 100% erfolgen. Selbst auf 80% gäbe es ein Problem, nämlich der umgekehrte Situation. Das, was dargestellt wird, wird ja komprimiert. Das heißt, ich mache vielleicht aus 2 physikalischen Pixeln ein, ja, Display-Pixel, zum Beispiel bei 50%. Naheliegend, ne? Einfach mal nachdenken. Also in der Hinsicht, alles, was rauf oder runter ist, ist errechnet von der Software, die das entsprechend darstellt. Ob das ein Bildbearbeitungsprogramm ist, Video oder was auch immer, ist vollkommen egal. Und wie ihr teilweise über den Tisch gezogen werdet, das zeige ich euch dieses Video jetzt. Warum? Dieses Video ist aufgenommen worden in HD mit einem HDMI-USB-Konverter in HD. Und dieses Video ist über eine spezielle Software, die ich eben benutze, über sogenanntes AI, also sprich künstliche Intelligenz, Superscaling, auf 4K hochgerechnet. Ihr seht also jetzt in YouTube ein Video, was angegeben ist mit 4K, also UHD, was es gar nicht ist. Nur weil eine Software zwischengeschaltet wurde.
Also bitte, bitte, bitte passt auf, was ihr dort entsprechend zulasst oder nicht.